Dann wollen wir das mal abbauen hier, ne? Was ist denn das? Ach so, ist Kies, okay. Ich dachte, da wäre schon irgendwas Interessantes oder Wichtiges. Ah! Alter! 24, aber okay. Ja. Danke. Das nennt man Teamwork. Gut, Kohle haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug, würde ich sagen. Eisen. 54, wo kommt der denn her? Boah, die Höhle, die Höhle. Dürfte aber auf jeden Fall noch ziemlich groß sein. Bin ich aber mega gespannt. Werden wir auf jeden Fall noch auskundschaften und ausleuchten. Aber ganz ehrlich, die Mod ist da richtig geil mit diesen Shader, also mit diesen Lichteffekten. Aber das Licht an sich gefällt mir so gar nicht. Bin ich nicht zufrieden mit. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie umstellen kann, dass es nicht so extrem rötlich wirkt. Was natürlich so ein bisschen realistisch aussieht. Denn wenn man Feuer in der Dunkelheit anzündet, ist es ja auch rötlich. So rot, orange, gelb und so ein Scheiß. Also so Scheißfarben, die keine Sau braucht, also, ne? Ach, die sind voll. Nein, warte. Die Spinnfäden können wir noch gebrauchen. Ich will natürlich auch Pfeil und Bogen haben. Okay, da waren wir schon. Boah, hier ist jede Menge Eisen, ey. Das ganze Eisen nehmen wir natürlich mit. Denn das können wir gut gebrauchen. Aber warum sage ich das eigentlich nicht? Jeder weiß, dass man Eisen gut gebrauchen kann. Und wir haben natürlich, nichts zu essen dabei. Das ist natürlich super. Ja. Ich gucke nur mal ganz kurz hier ein bisschen rum. Nur mal ganz, ganz kurz. Ja. Okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, wir haben einen Dungeon gefunden. Und ja, die Höhle ist direkt in unserer Nähe. Deswegen können wir jederzeit hier mal vorbeischauen, mal Hallo sagen, die Spinnen ausschlachten und eventuell ein paar Zombies die Fresse polieren und von Skeletten die Fresse poliert kriegen. Ich wollte schon immer ein Fallpiercing haben. Und hier ist direkt der Ausgang. Leute, also. Wieso erschrecke ich mich so ständig vor diesen scheiß Viechern? Ich habe ein Plüschtier davon. Wieso erschrecke ich mich vor denen? Also, von den Creepern habe ich ein Plüschtier, ne? So einen kleinen. Creepy Creep. Ja, so. Ich weiß, ich habe von vielen verschiedenen Dingen Plüschtiere. Weil ich so ein kleines Kind bin. Ich habe ein paar Schildkröten als Plüschtiere. Was eventuell ein Anzeichen dafür ist, dass ich Schildkröten liebe. Aber die Ninja Turtles finde ich nicht so toll. Muss ich zugeben. Den neuen Film habe ich zwar gesehen, also den mit Megan Fox und den richtigen Darstellern. Dann geht es wieder runter zum Dungeon. Und den Film fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht weil die Ninja Turtles einfach nur scheiße aussahen. Oder weil der Film eben halt nicht wirklich Ninja Turtles waren. Für mich persönlich. Aber okay. Jeden das seine. Ich guck nur mal ganz kurz grob hier. Hier ist schon eine Fackel. Da ist ein Creeper und ich gehe nicht zu den Creepern. Ich geh jetzt hier wieder raus. Einfach deswegen, weil wir haben genug Eisen für das, was wir brauchen. Also für das, wofür wir es brauchen. Und das Dungeon ist ja ziemlich in der Nähe. Wir müssen eh was essen, wie ich heute eigentlich eingepflanzt haben. So viel zum Thema, ich lass mich nicht so schnell ablenken. Hallo und herzlich willkommen in unserer Bude. Okay. Gut, wir wissen auf jeden Fall, wo das Dungeon ist. Wenn wir es nicht mehr wiederfinden, dann fragen wir Cortana.
Warum ausgerechnet Cortana und nicht Siri? Weil Raj schon was mit Siri hat. Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Verzweifeltes Seufzen. Na gut, drauf gepfiffen. Wir machen jetzt weiter hier und erstmal Eisen schmelzen. Ist ganz, ganz wichtig. Den ganzen Scheiß jetzt erstmal hier wegpacken, den wir nicht brauchen. Ich packe jetzt erstmal alles hier mit rein. Okay, Kohle brauchen wir auch gerade nicht. So, wir müssen auf jeden Fall was einpflanzen. Deswegen nehme ich mir das Ding jetzt hier. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das Haus bauen wir später weiter, ne? Jetzt funktioniert es, okay? Gut. Grafisch zwar jetzt nicht, aber okay. Bell Pepper, das. Tomaten, ja, Tomaten, nicht Kartoffeln, ganz, ganz wichtig. Peas. Keine Ahnung, was das sein soll. Sojabohnen. Cantaloupe. Okay, Cantaloupe. Können wir essen, ne? Ui, das gibt ganz schön gut was zurück. Das ist sehr gut. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder was satt. Das ist sehr gut. Und wir pflanzen da schon mal ein paar Sachen ein. Ist nicht unbedingt... okay, wir pflanzen erstmal nichts ein. Denn wir brauchen erstmal Wasser. Was für eine Verschwendung. Wasser für Verschwendung. So, zwei Stück dürften reichen. Da wir direkt hier so einen kleinen Teich hier vor uns haben, nehmen wir natürlich den hier direkt. So. Ih, das sieht aus wie Sabber. Sabber, Sabber, Sabber. Boah, ich hatte jetzt Angst, dass der das da rauskippt, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin ein kleines bisschen panisch veranlagt. Das merkt man eventuell. Übrigens, die Tracklist läuft jetzt auch unkoordiniert, also durcheinander. Kann natürlich sein, dass einige Lieder doppelt vorkommen. Aber das ist ja nicht schlimm. Okay, das ist ein langer Marsch, jetzt ständig hin und her. Ich mache mir mal den endlosen Pool da oben irgendwie. Wir haben ja noch genug Erde. Zack. Wir machen so auf jeden Fall gleich noch eine Rüstung. Noch ein bisschen was Equipment-mäßiges. Huch, so. Wo baue ich denn den Pool am besten hin? Ist im Grunde eigentlich erstmal egal, oder? Wie war das nochmal? Genau. Ja, ja, okay. So wie es... Ja, so ist schon mal gut, aber... Das fehlt, so. Hier. Und hier war das, ne? Scheint noch zu funktionieren. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hasse sowas. Ich hasse hier sowas zu machen. Bin ich ganz ehrlich. Das ist stilles Wasser. Okay, es geht auch noch. Bei stillem Wasser kann man das machen. Dann kommt sowas bei raus. Dann kann man immer noch wieder was machen. Es wird ein bisschen aus der Tiefe rausgenommen. Das ist jetzt stilles Wasser hier, ne? Ich sehe es gerade. Falsche Taste. Ja, okay. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Das tut mir natürlich leid. Nein, tut's nicht. Das ist eben halt so... Eins der Dinge, die man in... Life in the Woods machen muss. Ich weiß nicht, ob man überlegen, wie der scheiß Titel war nochmal war. Weil normalerweise nenne ich es einfach nur Minecraft. Zack und zack. So, so funktioniert es auch ein bisschen. Dass dieser unendliche Pool, also Brunnen immer noch funktioniert, das wundert mich. Der kommt natürlich später weg, ist ja wohl klar. Aber jetzt momentan ist das ganz schön nützlich, dass er hier ist. Hallo? Es wäre mega, mega schade, wenn diese Aufnahme nichts geworden wäre. Denn, wir sind gut weit gekommen hier. Ich höre jetzt mal auf, hier die ganze Zeit was rauszunehmen. Oder auch nicht. Das wäre mega, mega schade, weil dann müsste ich das alles nochmal neu machen.
Und darauf... So, und darauf hätte ich persönlich keine Lust. Das merkt man eventuell bei manchen anderen Let's Plays, die ich einfach mal so im Anfang und dann einfach abbreche. Nein, das hat natürlich alles einen Hintergrund, warum ich manche nicht mehr fortsetze. Weil... Keine Ahnung, wenn ich auf einmal 2 bis 4 Stunden im Spielstand zurückgeworfen werde, hat man einfach keinen Nerv mehr für den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Vor allem, wenn es so ein Scheiß war, wo man dann wirklich die ganze Zeit so festgehangen hat eben, ne? Ich denke mal, der eine oder andere kann das nachvollziehen. Weil es ist immer halt ein bisschen blöd, wenn man was aufnimmt und das dann immer wieder und wieder und wieder wiederholen muss. Nicht, das ist ja nicht von da. Wozu habe ich mir den Brunnen da gemacht eigentlich? Das ist halt immer halt ein bisschen blöd, wenn man immer das gleiche machen muss. Für mich ist... Okay, für euch mag das wahrscheinlich eher alles... Unterschiede... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5... Warte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nee, das sah eben jetzt gerade so mega asymmetrisch aus, aber okay. Ich bin eigentlich nicht so ein Symmetrie-Typ, aber hier muss es dann doch schon stimmen, weil sonst passt es vorne und hinten nicht. Und das wollen wir ja natürlich nicht, ne? Boah, ich habe so Angst, dass die Aufnahme hier jetzt irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. So. Noch einen, dann können wir anpflanzen. Wird dann aber auch Zeit, ey. Kann es sein, dass der Tag-Nacht-Zyklus irgendwie kürzer geworden ist? Das habe ich wahrscheinlich schon mal gefragt, ne? Ich weiß nicht mehr. Und ich habe 2 Eimer, warum benutze ich nur einen? Und zack, so. Das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt nicht unbedingt so... Ja, klar. Ja. Ja, warum nicht? Hier tropft es natürlich. Hat wahrscheinlich seine Tage. Seine blauen Tage. Und, ja, es wird Zeit, dass wir einpflanzen. Kann man das Kreuz da eigentlich mitnehmen? Ich guck mal kurz was. Immer die falsche Taste. Nee, da. Da zieht Pflasterstein. Okay, kann man aus Pflasterstein machen? Okay. Das probiere ich jetzt gleich mal. Weil ich finde, das sieht mega geil aus. So, es wird natürlich jetzt dunkel, aber das ist egal. Okay, wir haben hier 5 Felder. Die natürlich alle jetzt nicht mit einem und demselben bepflanzt werden können, das ist klar. So. Kartoffeln ist ganz, ganz wichtig. Sojabohnen, mit denen kann man irgendwas Bestimmtes machen, ich weiß aber nicht genau was. Wow. Gut, nehme ich dann hier noch eins dahin. Das ist alles natürlich sehr, sehr unsortiert, bin ich ja ganz ehrlich, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst jetzt so machen kann. Nein, nein, nicht fressen. Boah, ist das düster gerade hier. Zucchini. Okay. Das geht gar nicht so, ist viel zu dunkel. So. Ich weiß, ihr seht jetzt gerade gar nichts, deswegen bin ich hier gerade, ich beeile mich hier gerade auch schon ein bisschen. Zack. Ich brauche dringend wieder neue Schaufeln. So. Ich hoffe, die Musik ist echt nicht zu laut. Wenn ich das richtig eingestellt habe, was in der Regel nicht der Fall ist, müsste eigentlich jetzt meine Lautstärke dem Spiel gleich kommen und die Musik müsste dann eben halt im Hintergrund laufen. In einer angenehmen Lautstärke. Okay,
Okay, ich gehe jetzt mal kurz hier rüber. Zack. Und zack. Aber das werde ich wahrscheinlich erst später sehen, wenn ich mir die Aufnahmen angucke. Okay, ich habe noch... Ich pflanze alles an, was wir haben. So sind wir auf der sicheren Seite. Ich laufe mal kurz hier vorne hin, gehe eine Runde pennen. Hep. Da faucht gerade jemand. Wir haben noch irgendwas anderes zu fressen hier. Und zwar... Wir können auch nicht alles einfach irgendwie einpflanzen. Hier zum Beispiel, das wächst am besten im Wald. Ah, cool. Tomaten wachsen auch nicht einfach so. Das sind auch Tomaten, ne? Wintersquash. Ne, das hängt an Bäumen, das ist ja nicht... Ich pflanze einfach mal alles irgendwie ein bisschen ein. Chili-Pfeffer. Weil, wie gesagt, besser so als so. So sind wir ein bisschen auf der sicheren Seite, haben wir wenigstens was zur Auswahl. Weil ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie man dieses komische Teil da baut. Crafted, meine ich. Okay, die können wir nicht einpflanzen. Die können wir auch nicht einpflanzen. Die können wir einpflanzen. Und die können wir einpflanzen. Allerdings war das jetzt dumm. Allerdings habe ich davon so viele, haben wir so viele davon, Entschuldigung, dass wir die jetzt... Nein! Dass wir die jetzt extra hier einpflanzen können. So. Die können wir nicht einpflanzen, war ja so, ne? Gut, die anderen können wir erstmal so lassen. Ich springe jetzt gerade extra hier drauf, damit... Einfach nur so. Okay, was mit dem hier ist, keine Ahnung. Ich springe jetzt auch einfach mal hier drauf. So, das kann jetzt erstmal alles ein bisschen wachsen. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber immerhin besser als gar nichts. Man muss es ja immer positiv sehen. Und ich sollte bei Gelegenheit mal die Sachen so sortieren, dass man sofort weiß, welches man sofort essen kann und welches nicht. Und ja, die Musik ist ein bisschen trance-mäßig, habe ich mit Absicht reingetan. So, jetzt erstmal eine Rüstung machen, das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem jetzt hier gerade. So. Normalerweise ist hier eine Mod an, die den eigentlich automatisch die Rüstung anzieht. Aber okay, hier anscheinend jetzt nicht. Wir haben erstmal gut was an Eisen noch. Wir hatten noch ein paar Steine gesammelt, ne? Totes Holz. Hier. Ich werde mal kurz was ausprobieren. Ob das so geht. Ups. Moment. Ach, geil! Oder auch nicht. Sieht nur geil aus, aber man kann damit leider nichts machen. Ich kann nichts reinpacken oder so, das ist... Okay, gut. Aber... Okay, und abbauen ist gleich zerstören. Bisschen blöd, aber okay. Können wir mit leben, würde ich sagen. War ja auch jetzt nur zum Testen. Und die Musik ist gerade ein bisschen nervig. Jetzt nicht mehr. Kann man auch sowas aus hier Eisen machen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Nein. Aber was war das denn hier? Wägeplatte. Für eine Wiege, okay, cool. Hallo, so. Aber da werde ich jetzt nicht mal... Wir werden das alles noch bei Gelegenheit sortieren. Aber das werde ich vielleicht sogar auch außerhalb des Let's Plays schon mal vorab machen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich mache jetzt für heute Schluss. Waren jetzt zwar nur 3 Folgen, die ich aufgenommen habe, aber das reicht als Test. Und da sind unsere Nachbarn wieder. Ja, lassen wir die mal sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, die dann wahrscheinlich... entweder so oder anders stattfinden wird. Drückt die Daumen, dass es funktioniert hat. Also, ihr werdet es dann gesehen haben. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin weiterhin euer Chester. Tschüss.
Tschüss, und macht's gut.